pathetic planet from the face of the galaxy. The Force fights with me. Get on those gun turrets. To me. All Republic forces, pull back! It is too late to retreat, Admiral. There is no escape for us. You are strong, child, but I will break you. I'll never fall to the dark side. Is but a taste of the dark side. Herzlich willkommen zurück zum Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic. So, wir haben jetzt in der Südstadt alles erledigt. Oder haben wir eigentlich noch mehr Aufträge? Rakusäre, Schnellreise. Oh. Okay, für die Hauptquest müssen wir in die Slums. Aha, das ist okay. Und Schnellreisesystem. Also, drei verschiedene Plätze, Kartenbildschirm aufwählen, zurück zum Verstecken. Kartenbildschirm. Ach, weißt du was? Ich mache mal so. Das ist das Apartment, sein Ding. Ja, so, okay, habe ich die jetzt abgeschlossen? Ja, das ist gut. Aber ich liebe Karten aufdecken. Hallo, Herr Pfer. Na, was für ein Blick. Nein, ich mache die nicht kaputt. Unser nächstes Ziel ist die nördliche Oberstadt. Ah, das muss meine Rettungskapsel sein. Geh her, Druide. Das wird wohl meine gewesen sein. Eieiei. Knapp. Ich wäre beinahe da unten abgestürzt. Okay. Wo runterschauen gibt es nicht. Schade. Hier haben wir einen Laden. Equick. Und hier geht's um. Schon. Ah! Kantina in der Oberstadt. Hier gibt's auch noch was. Gut, dass ich mich umgeschaut habe. In der Oberstadt. Aha, die Person muss man ansprechen. Nein. Oh, ich muss Bürger ansprechen. Sith-Musiker. Ach, Biff. Ich denke schon. Ziff-Musiker hätte mich jetzt gewundert. Das ist aber ein Ziff-Gast. Adliger. Hm.
kaum zu fassen, dass wir für das Match keine Karten gekriegt haben. Jetzt müssen wir das Duell auf dem Bildschirm ansehen. Und wenn schon, wen interessieren schon Duncan und Girlin? Ich glaube nicht, dass wir irgendwas verpassen. Psst! Gleich geht's los! Also halt endlich die Klappe und schau dir das Duell an! Ladies and Gentlemen, ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf den Duellring lenken, wo sich zwei Duellkämpfer duellieren werden. Genießen Sie das Spektakel und wetten Sie großzügig auf den Ausgang. So, ich hoffe, dass alle Ihre Wetten gemacht haben, denn gleich geht es los. In dieser Ecke sehen Sie Girlin Two Fingers. Ja, das reicht. Und in der anderen Ecke, immer begierig darauf, in der Rangliste aufzusteigen, ist der unermüdliche Deadeye Duncan. Habt ihr mal was verstanden? Oh, das ist ja gemein. Und was niemand überraschen wird, ist eingetreten. Deadeye ist wieder niedergegangen. Macht euch keine Sorgen, er ist nur bewusstlos, wie üblich. Unsere Mediziner werden ihn in kürzester Zeit wiederhergestellt haben. Nun, das ging diesmal schnell, was? Der Sieger ist Girlin Two Fingers. Wie kann man seinen Blaster fallen lassen? Nein. Achso, wir müssen es kaufen. Ah ja, da ist er, mein Questgeber. Ich heiße Ajur. Ich organisiere alle Duelle hier. Wir brauchen dringend ein neues Gesicht für unsere Kämpfe. Wie wär's? Wollt ihr nicht mal in den Ring steigen? Es könnte sich richtig lohnen. Vielleicht bin ich ja interessiert. Was hab ich davon? Vibro klingen und Blaster? Und es gibt keine Toten? Ich werde das Gefühl nicht los, dass ihr uns für dumm verkaufen wollt. Gut, in der Lösung lese ich gerade, dass man es etwas später machen sollte, damit wir etwas stärker sind. Ja. Aber erst überreden wir ihn. Ha, verdammt. Gut, ich mach's. Das gefällt mir. Es ist besser so. Wir könnten die Preisgelder wirklich brauchen, aber es ist zu riskant, mit eurem wahren Namen aufzutreten. Vermutlich haben die Sis in der Enders Bayer schon eine Besatzungsliste gefunden. Lebt wohl, ich geh erst mal.
Ja. Gut, das machen wir, wenn wir stark genug sind. So, dann gibt's hier drin nicht. Gut, dann geht's jetzt aber ab in die nördliche Oberstadt. Dort gibt's auch noch zwei Questen. Boah, schauen wir mal, was der anbietet. Seid gegrüßt. Ich habe euch hier. Ihr wollt euch ein paar Vorräte kaufen. Ja, bitte. Die Sith haben meine schweren Waffen konfisziert und meine Schiffe und Swoop-Bikes gleich dazu. Aber meine Auswahl kann sich immer noch sehen. Was? Nur zur Information, alle Preise... Ja, kein Fleisch. So, Sicherheitssonden. Vielleicht was, ich kaufe nicht mehr. Sind dann drei langsamer, aber dafür ein drei robuster. Na. Schauen wir erstmal, wir looten und leveln. Genügend Sachen kriegen wir vielleicht auch bessere. Was? Oh! Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Über mich? Nun, ich war jahrelang einer der besten Piloten der Republik. Ich habe mehr als genug vom Krieg gesehen. Bevor das hier alles losging, kämpfte ich in den Mandalorianischen Kriegen. Aber trotz alledem, eine solche Schlechterei, wie diese Sith-Bestien sie hier angerichtet haben, habe ich noch nie erlebt. Nicht mal die Mandalorianer waren derart gefühllos. Meine Heimatwelt gehörte zu den ersten Planeten, die Malaks Flotte zum Opfer fiel. Die Sith bombardierten uns bis zur Aufgabe. Die republikanischen Truppen konnten rein gar nichts dagegen unternehmen. Ihr redet, als wäre eure Schuld gewesen, so als hättet ihr jemanden enttäuscht. Es war nicht mein Fehler. Ich tat, was ich konnte. Ich befolgte meine Befehle und tat meine Pflicht. Das kann ja wohl nicht heißen, ich hätte sie im Stich gelassen. Hab ich nicht. Tut mir leid, Karf, ich wollte euch nicht verärgern. Ich weiß. Macht euch nichts aus meinem Gerede. Ich rede wirres Zeug. Ihr habt es mit euren Fragen vielleicht nur gut gemeint. Aber ich bin es nicht gewohnt, viel über meine Vergangenheit zu erzählen. Oder besser gesagt, überhaupt etwas zu erzählen. Ich bin eher ein Mann der Tat, der sich immer nur auf das nächste Ziel konzentriert. Das sollten wir jetzt auch tun. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie bitte später. Jawohl. Kauft. Ja, und später mit dem Sinn. Aha, Hauptquest, Duellring, Information. Auch, oder? Hm? Auf in die Oberstadt im Norden. So, und wo ist da jetzt was? Da. Einen alten und einen betrunkenen. Das ist doch mal Schweiz. Da hinten nochmal was. Das sind mal hübsche Gleiter. Eine normale Tür. Ah, okay, das sind die Apartments in der Oberstadt. In der nördlichen.
Douglas scheint irgendwo... Ah, ja. So ein Mist. Jetzt laufen die Penner schon in der Oberstadt rum. Geh doch zurück in die Unterstadt. Da gehörst du hin, Blödmann. Na, das ist ja allerhand. Ja, diese Straßen sind für die Bürger der Oberstadt. Aus dem Weg. Das gibt's Hiebe, verstanden? Hey, lasst uns Freunde sein. Ich lade euch auf einen Drink ein. Einen Drink? Hey, du bist in Ordnung. Hey, Jungs, unser Freund hier spendiert eine Runde. Prost. Keine Chance. Vergiss es. Schluss jetzt. Wir sind spät genug dran. Ja, ich schätze, du hast recht. Vielleicht beim nächsten Mal, Kleiner. Los, Jungs, gehen wir. Ha, Mann, sind wir gut drauf. Wir sind zur höflich. Das scheint auch so eine Gruppe zu sein mit Menschen. Bürger. Hört mir zu. Hört mir zu. Eine fürchterliche Geißel verbreitet sich über unseren Platz. Was steht hier? Hört meine Warnung, bevor es zu spät ist. Ach so, nach der Rückkehr aus der Unterstadt. Also wir müssen erst in die Unterstadt. Ach du, ich... Oh, ich hab Drogengeschäft gelesen. Ah ja. Naja, das wäre bin ich wirklich gut gewesen. Verständiger. Ah, zwei Druiden. Kinkonshi kakchin awana wamata. Nishi la chorga kin kun palamona reji. Chingpala niska mule tun ratatigin podranko. Disarcha doma wana kondatama. We team bon rang tong. Muli ra on shanturing ni patoga wanga chonzi tse. Ika krotu haku jije. Watu yama kama wuna henak nek. Ich möchte gern sehen, was ihr auf Lager habt. China pala mule. Tonki ba non tontek. Tun ni cha chon kun ne mule brabast. Astromechtrüden, was machen die? Kinkunshi kakchin awana wamata. Nishi la chorga kin kun palamona reji. Chingpala niska mule tun ratatigin podranko. Disarcha doma wana kondatama. Kuyami juvuk chikchita na patogta. Yafulke gogala jiji. Ka wana bora atugawa. Kanki do rakun watimi alabola. Zeig mir eure Druiden. Kakin cha na quat na bon con. Wanakumbes, chi pala mulek, tonki pa nag nonek, tu nik ton chu chun ke nemolek rabest, uf mala nibo kurk. Ich nehm die. Zeig mir von dem Hochwert. Bona na kachu, kicha badwang, wanga kum kiba bu mulera, kakin cha nawa gawa bakon, tonk kiba nukunek. Tanga boksha nak nong mucho shakapaka yi ki kun no ba mula draki chi chon. Ja, was ist das Lager? Aha. Tagebucheintrag. Ah, da, Druiden kaufen. Hachu. Ich muss. Run. Also diesen. Wuchtig Ding kaufe ich lieber nicht. Kommt vielleicht später. Dann gehen wir jetzt mal. Also wenn das hier in die Unterstadt geht, gehen wir in die Unterstadt. Der Aufzug ist gesperrt. Nur Sith-Patrouillen und autorisierte Mitarbeiter haben Zugang zur Unterstadt. Eure Kleidung nach zu urteilen gehört ihr nicht zu einer Sith-Patrouille. Also zeigt mir entweder eure Papiere oder verschwindet von hier. Wo kann ich so eine Genehmigung bekommen? Wenn ihr nicht wisst, wo ihr sie bekommt, seid ihr auch nicht autorisiert, also verschwendet nicht meine Zeit. Könnte ich euch ein paar Fragen stellen? Ich bin noch nicht die Auskunft. Ich arbeite für die Sith, nicht für die Touristeninformation von Taris. Also zeigt mir eure Papiere oder verschwindet. Was haben wir da hin? Der Hintern. Asch. Gäste. Ja,
hast du ja eine Idee. Ja? Was habt ihr auf... So? Über den Ort möchte ich nichts wissen. Ach, da ist auch noch ein Schiff. Ah ne, der landet wieder. Also hier wäre es zur Unterstadt gekommen. Aber da durfte man nicht rein. Das nervt ein bisschen. Das Böse wandelt unter uns. Der Feind ist hier. Wir müssen jetzt handeln, bevor wir von diesem Ungeziefer kommen. Ja, schon klar. Ist doch nicht so einfach, einfach in die Unterstadt gehen. Ach, die Betrunkenen sind jetzt dahin. Aha, der kann kaum stehen. Hier geht's zurück zu Süden. Dann schauen wir mal einfach in den Apartments vorbei. Etwas Glück ist da, irgendwas. Vielleicht jemand, der uns helfen kann. Weitergehen. Hier gibt's nichts zu glotzen. Wo hast du die Sith-Uniformen versteckt? Hast du sie an die tarisianischen Rebellen verkauft? Rede! Ich will antworten! Sie erfüllt du. Sie entschuldigt auf. Dann war sie gut. Dann schieb mir ein Golubia. Dann lauf mit Lufta. Golubia. Was geht drin vor? Ihr seid ein bisschen zu neugierig, Zivilist. Das geht euch nichts an. Ich kenne die Verhörmethoden der Sith. Das nimmt kein gutes Ende. Lüg mich nicht an, Scheißkerl! Wir haben ein Überwachungsvideo von dir, also fang endlich an zu reden, bevor ich dir das Hirn aus dem Schädel puste! Oh, der Commander verliert die Geduld. Nach dem letzten Verhör habe ich eine Stunde gebraucht, um meine Uniform wieder sauber zu kriegen. Hört sofort mit dem Verhör aus! Was ist da draußen los? Haltet euch einfach raus. Es ist besser für euch. Ich werde nicht zulassen, dass ihr einen wehrlosen Gefangenen tötet. Nee, bitte. Macht ihr Witze? Wie wollt ihr uns denn aufhalten? Zeigen wir diesem Zivilisten, was passiert, wenn man einem Sith widerspricht. So, also dem schmeiß ich erstmal eine Granate auf den Kopf. Dann hau ich den da mit einem starken Angriff. Einen normalen. Und Kauf, der macht mal nix. Was? Auf geht's! Jetzt habe ich die schöne Granate umsonst geschmissen. Naja, nichts ist umsonst, wenn man Menschenleben rettet, gell? Ah, und in der Kiste ist... Ach, der Commander, ach, der ist da. Ach, komm. So. Ja, was hat der bei sich? Credits,
eine Sith-Rüstung. Ach, ich brauche ja gar nicht wissen, wo die sind. Ich kann einfach so anziehen. Ja, Oh, ist leider doof. Naja, bleibt nichts anderes. Was hat er? Der ist schlechter. Ach, Ionen sind gut gegen. Aha. Ja? Ich bin jetzt dein Mann. Warum haben euch diese verhört? Gibt es eine Belohnung dafür, dass ihr euch gerettet? Nein. Oh. So, Sith-Rüstung ist meine. So, ich hoffe, Karp braucht nicht auch eine. Wäre bisher schlecht. Oh, beinahe vergessen. Mann, da werde ich ja reich. Bevor ich das mache, rede ich mal mit der Twi'lek. Vielleicht kann ich es ein bisschen böse machen. Überreden? Ich bin ja ein Zuffel. Ah, das war gut, dass der... Ich ziehe direkt vor ihm die Rüstung an und er denkt gleich, ich bin ein Zuffel. Naja, was für... Also, Schritt 1 in die Druiden. Geh, Protokoll-Druide. Pudu, Tony Rama na praka don. Bajoni yo la wish dopa yumas pasen latin gut. Randi it. Ach schade. Okay, der da klingt gleich. Dass wir den nicht gekauft haben. Aber gut, sie denkt's auch. Heißt, wir haben vielleicht gute Karten, in die Unterstadt zu kommen. Was ich auch denke, sonst hätte ich jetzt keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Hoppala. Ab in die Unterstadt. Dort gibt's jetzt 4 Quests. Einmal in den Apartments und einmal in den Katina. Garadumpa Kunbalia Mokapata! Nanai Kachu! Yinkin Kunoba Murirachi Kun! Tongna Bunja Nyunyan! Garadumpa Murji Kamana! Ichuta! Yunpatisa! Kunbani Chalora Kun! Bona! Gaba tumpa kurpa iya moka paata! Jitoka ku tumpa kurpa iya! Oh nein, jetzt denken die, wir sind Sith.
Ich muss mich ganz schnell umziehen. Ein bisschen Druck würde keine Schaden. Naja. Gut, wir sind jetzt hier. Und in welche Richtung wir weitergehen werden. Und wo die Kantine und das Apartment sind, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal.